Hallo, hier ist der Spielhorst. Wir spielen Ark Survival Evolved mit den Hauptmods Eternal und Primal 4 auf dem Final Impact Eternal Primal 4 Cluster. In dieser Folge beschwören und töten wir die Primal 4 T3 Bosse. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ganz gemütlich natürlich. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Wir wollen uns ja jetzt an die T3-Bosse wagen. Wir brauchen für die Demonic Reaper Empress die Tribute der T2-Bosse und für den Celestial Indom Emperor brauchen wir auch die Tribute. Ich sage einfach mal hergestellt einmal. Also vom Ablauf her wird es so passieren, dass wir erst den Boss beschwören, das Beschwörungs-Item konsumieren. Dann kommt der Boss. Wenn wir den besiegt haben, droppt er uns ein Item, das wir in eine zähmbare Version beschwören können. Die müssen wir dann aber erst betäuben und mit dem jeweiligen Kippel, also Celestial Kippel oder Dämonic Kippel füttern oder dem Instatame Meat. Und dann haben wir uns den gezähmt. Und die Bosse, die beiden, die brauchen wir für die nächsten Bosse, die dann da folgen werden. Also Reiterschutz an, in die Luft zielen und Samona Item konsumieren. Zack, da ist er. Ja, jetzt zündet er mich wieder an, ist klar. Verbrenne, ich weiß es. So, ich werde gleich auch nochmal die Taste drücken. Für unseren Trank. Auf der 1 die Potion erledigt. Oh, der beißt mich da auch schon ordentlich. Weg. Kickt auch dabei. Zünd den aber weiter an mit meiner X-Attacke hier. Um Demonic Para. Er brennt auch gut. Der mir jetzt nicht weiter Schaden macht. Dass der keine kleinen Ads beschwört. Hälfte haben wir ihn. So, dann sollte es jetzt auch das gewesen sein hier mit dem Celestial Indominus Rex Emperor. Mit dem einen der beiden T3 Bosse. Wir haben noch 3 Millionen, 2 Millionen und ist jetzt erledigt. Wir haben gerade noch ein paar Tech-Engramme gelernt. Wir steigen ab. Kurz in den Sack nehmen und wieder rauslassen. Dann ist das Feuer auch weg. Okay, wir haben Elemente und leider nur die Schuhe. Die Celestial Schuhe für mehr Bewegungs- und Schwimmgeschwindigkeit. Aber ich hätte gern das Celestial Schwert. Ich will es nicht laut aussprechen, aber mit diesem Schwert ist man unbesiegbar. Ja, das war schon alles zu diesem. Und dann haben wir noch die Demonic Reaper Empress. Den zweiten der T3 Bosse. Reiterschutz aktivieren. In die Luft zielen. Und das Item essen. Besonderheit bei der Empress. Die kommt auch in der Wildbahn vor. Kann man also auch in Wildbahn finden. Sogar relativ oft. Im Katzenwald, im Redwood machen wir die in der Regel. Der Emperor ist zwar auch in der Wildbahn zu sehen, aber nicht so oft meiner Meinung nach wie die Empress. So, wir zünden die hier an, ganz normal. Ja, da macht sie ihre Attacken. Schön, dass sie direkt im Graben liegt jetzt davon, beziehungsweise im Graben steht. Sie brüllt da ein bisschen vor sich hin, hoffentlich despawnt sie nicht. Ja, da bringt sie auch immer so ein paar kleine mit. Jetzt, aber wir haben schon die Hälfte weg. Kick macht sie auch, wie wir gerade gesehen haben. Und sie gräbt sich von Zeit zu Zeit auch mal ein. Ab wenn man zu weit weg ist. So 10 Millionen noch. 9, 8, 7, 6, 5. Ich denke, das soll das gewesen sein. 3, 2, 1. 1,5, nein, das war es doch noch nicht. Müssen wir noch mal reinbomben. So, dann war es das jetzt allerdings. So, ich halte mein Para noch mal hoch. Das heißt, Reiterschutz an, in die Luft gezielt. Die zähmbare Version des Emperors, der wird der erste sein, beschwören. Drehen. Schießen.
Habe ich ihn erwischt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ja. Betäubung tickt. Betäubung tickt. Jetzt ist er natürlich schneller und macht mehr Schaden. Schau mal. Oh ja, der ist schnell. Vielleicht kann ich ihn hier in den Ruinen irgendwie ein bisschen abfangen. Nee, das interessiert er gar nicht. Aber jetzt soll der doch gleich liegen. Was brauchen wir? 6-mal Celestial Kibbel. Oh, das habe ich ja ganz vermasselt jetzt, dass wir erstmal Celestial Kibbel brauchen dafür. So, wie viel brauchst du noch, mein Freund? Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Okay, jetzt steht er da irgendwie. Jetzt ist er ein bisschen alleingebackt irgendwie. Aber er liegt gleich. Gleich liegt er. Ja. Was haben wir denn überhaupt für eine Bestie? Ein 340er. 48 in Schaden, 48 in Leben. Ja, 52 in Nahrung. Das halt 54 in Ausdauer ist okay. So, Reiterschutz deaktivieren und 6-mal Celestial Kibbel. Da sind sie. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade raus. Drücken die dem rein. Weil die Nahrung soll der eh runter sein. Nach dem Origin Trunk Arrow. So, dann. Essen bitte. Ja, 99,9% Effektivität. Sehr schön. Dann bist du unser Celestial Indominus Rex. Wie viel hat er bekommen? 65 Schaden, 69 Leben. Ja, 84 Ausdauer, 71 Gewicht. 72 Sauerstoff, 72 Nahrung, 74 Movement Speed. Also sind alle Werte besser geworden, außer von Leben und von Schaden. Schade. Gut, wir machen jetzt die Demonic Reaper Empress noch. Und zwar die zähmbare Version. Wieder in die Luft. Reiterschutz aktivieren. In die Luft zielen. Beschwören. Drehen. Und feuerfrei. Getroffen haben wir. Warpor tickt. Jetzt heißt es nur überleben und aufpassen, dass wir nicht so weit gekickt werden. Ja, wo ist die denn? Oh, okay, sie war kurz eingegraben. Der Torpor tickt auf jeden Fall. Ja, da kommt sie auch wieder hinter uns her. Macht uns schon ein bisschen Schaden, aber der Torpor tickt und tickt und tickt. Gräbt sie sich wieder ein. Und gräbt sich auch gerade wieder aus. Sieht's mit dem Torpo aus. 10 Millionen von 14. Haut die jetzt ab oder was? Oh, wo ist sie hin? Da sieht man irgendwas. Wir brauchen 7 Dämonen Kippel. Da muss man jetzt ein bisschen schauen. Ja, man sieht hier so die Luft ein bisschen verwirbelt. Da liegt sie quasi. Ich lasse gerade mal den Para hier stehen und schau mal, dass ich 7 Kippel beikrieg. Gut, dann zurück an Ort und Stelle zu unserem Para, den wir abgestellt haben. Ja, wenn man mit dem Fernglas müssten wir sie jetzt auch irgendwie erwischen. Wir schauen mal. Ja, hier sieht man die Luft, oder? Und mit dem Fernglas sehen wir auch, dass da die Demonic Reaper Empress 350 mit einem besten Wert in Schaden, nämlich 65. Das ist eine Menge. Jetzt müssen wir sie nur finden. Das heißt, hier gehen wir sie mal ab und schauen mal. Wenn irgendwo der Name, jetzt genau, hier haben wir es schon, der Name in der Luft steht, dann, ja, dann muss man schauen, wo dann die Schrift mit Inventar öffnen kommt. Das ist auch noch ein Tipp von mir. Dann können wir Inventar öffnen, Kippel reindrücken und jetzt frisst sie dann, sollte sie von allein fressen. Also eigentlich immer Schrift suchen, die gelbe, und wenn man die gelbe Schrift hat, dann kann man, sieht man auch, dass man dann die blaue Schrift erreichen kann. Einfach noch ein bisschen darunter laufen. Und so findet man auch die Demonic Reaper Empress.
wenn sie eingegraben ist. Und das war's auch schon. Jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir sie irgendwie ausgraben können. Dann pfeifen wir sie doch mal auf Folge. Und schon ist sie ausgegraben und kommt uns hinterher. So mache ich das dann. Dann das gleiche Prozedere. Einfach wieder mit Mutagen behandeln. Wir werden die dann züchten und das wird unsere Schadens-Reaper sein für die nächsten beiden Bosse. Für den Spirit Guardian und Chaos Guardian. Ja, natürlich kann man die im Wasser beschwören, aber wir wollen es ja mal, ich sag mal, anständig machen, jetzt ohne irgendwie so groß drumrum. Und so funktioniert es ja auch in der Regel. So, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn nicht, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr hier anstelle gerne mal sehen würdet. Bis dahin, gemütliche Grüße vom Spielhorst und tschüss.